So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ab und zu gebe ich zu, mache ich ja Playmobil-Sachen oder sogenannte Playmobil-Magazine. Da es mal wieder ein Wunschvideo ist, habe ich mir gedacht, dann mache ich direkt eins von Playmobil Pink Magazin Nummer 4 2018 für 4,50 €. Und warum? Da ist eine Turnierreiterin drinne. Und eine DVD-Film. Das Ganze von Playmobil Pink für 4,50 €. Und was da jetzt so alles hintersteckt, das schauen wir uns natürlich mal an. Und an alle Playmobil-Fans da draußen, die das Magazin schon haben oder nicht haben. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Und. Bitte schreibt es mir alles in die Kommentare, weil... Ich bin ehrlich, ich mache nicht so viel mit Playmobil, wirklich nur ab und zu, wenn es mal gewünscht wird, sonst auch wirklich nicht. Oder man gönnt sich mal was, Playmobil-Spielzeug, aber das kam schon lange nicht mehr vor. Aber das wisst ihr auf meinem Kanal. Also, da ist jetzt ein DVD-Film mit bei. Vielleicht nicht schlecht, hier steht die Länge des Filmes. 12 Minuten geht der Film. Deutsch, Französisch, Italienisch. In drei Sprachen, also schon mal nicht schlecht. Dann natürlich... Oh, das klebt aber richtig hart dran. Die Turnierreiterin zeige ich euch natürlich gleich. Aber jetzt blättern wir mal das Playmobil Pink Magazin Nummer 4 drin herum. Das ist die Turnierreiterin mit einem Siegerkranz. Aber ihr seht schon... Es ist das klassische Playmobil-Magazin oder Comic. Über das Turnierreiten. Dann ein bisschen Merchandising. Oh, ein Reiterspiel oder ein Würfelspiel. Da braucht man Figur und Würfel dabei. Ist auch nicht schlecht. Dann ein Poster. Hier ist die Turnierreiterin mit dem Siegerkranz. Haben wir dann noch Merchandising. Ah, könnt ihr ausschneiden und auf ein T-Shirt einzeichnen, ausmalen. Wenn ihr auf Pferde steht oder Ponys, ganz wie ihr es sehen wollt. Kreuzworträtsel, kleine Geschichten über bestimmte Pferde, was zum Ausmalen. Ah, guckt mal, nächstes Mal ist eine Braut drinne. Scherz beiseite. Also, das ist das Playmobil Pink Magazin Nummer 4. Wie gesagt, das eigentliche Magazin. Ein 12-minütigen DVD-Film von Playmobil. Und natürlich eine Turnierreiterin, die uns, wenn es anschauen, das Ganze für 4,50 €. Aber jetzt schauen wir uns mal die Turnierreiterin an. Nur eine Gerte ist das, glaube ich. Arme kann man auch schön. Eine Weste. Kann man natürlich so nicht ausziehen. Müsste man, glaube ich, die Arme abmachen. Aber guckt mal, was auf dem Pullover drauf ist oder T-Shirt. Ein Pferd oder ein Pony. Richtig stark. Und natürlich... Der Siegerkranz, aber es steht nirgendwo die Nummer 1. Es ist einfach nur ein Kranz. Kann sie natürlich umhängen. Ja, umhängen immer Arm hoch, durch, Arm runter. Dann sieht es natürlich besser aus. Passt auch, aber die Gerte gehört da nicht dann dahin. Aber das ist die Turnierreiterin mit Siegerkranz. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch alles in die Kommentare, wie ihr das Magazin findet, wie ihr die Turnierreiterin findet. Na, gewagte Farbenkombination.
Aber und natürlich den DVD-Film. Das Ganze für 4,50 €. Und jetzt schreibt mir alles in die Kommentare. Das war ein Wunschvideo, Infovideo, alles in eins. Und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.